Damen und Herren, also ich werde jetzt nicht mehr allzu lange reden, weil es ist ein Samstagnachmittag und Sie haben auch das Recht, irgendwann den Samstagnachmittag zu genießen. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, dass ich heute Nachmittag zu Ihnen gestoßen bin, da ich heute Morgen eine Festveranstaltung hatte, 50 Jahre eines Weiterbildungskollegs hier in Nordrhein-Westfalen oder eines Abendgymnasiums. Und deshalb habe ich den zweiten Teil Ihrer Veranstaltung mitbekommen können. Ich glaube, es ist ganz wichtig und ich möchte mich zunächst mal sehr herzlich bedanken bei den Medienberatungsstellen, der Medienberatung NRW und auch bei der Landesanstalt für Medien, dass wir gemeinsam diesen Kongress hier durchführen, erstmalig. Und ich glaube, es soll auch zeigen, dass wir das Thema Medien, Mediennutzung in Schule besonders ernst nehmen. Denn das ist, glaube ich, heute auch herausgekommen, Medien sind etwas, was uns heutzutage begleitet, was auch Schule begleitet. Und sie haben viele Vorteile durch die neuen Medien. Sie können interessante Unterrichtsgestaltungen mit neuen Medien vornehmen. Neue Medien sind nicht per se negativ, aber sie haben eben auch und bergen eben auch Risiken. Das haben wir oder haben Sie durch Professor Pfeiffer, dessen Vortrag ich auch aus anderer Gelegenheit schon kenne, der heute Morgen sehr eindrucksvoll gehört. Sie haben es auch in dem einen oder anderen Workshop, ich habe mir eben den zum Cyberbullying angehört, mitbekommen. Es hat auch Risiken eben damit verbunden. Wichtig ist mir vielleicht auch nochmal bei dem Thema neue Medien zu sagen, es zeigt uns eigentlich auch, dass wir den Unterricht verändern müssen. Es zeigt uns ja gerade die neuen Medien, dass die jungen Menschen eine solche Kompetenz damit entwickeln, dass wir auch im traditionellen Unterricht viel stärker darauf Rücksicht nehmen müssen. Und es zeigt mir aber auch, ich habe so, sagen wir mal, so eine Vision, ich glaube, dass in etwa 10 Jahren wir alle mit so kleinen Netbooks durch die Gegend laufen, wir haben statt einem Terminkalender so ein kleines Ding und da ist das ganze Faktenwissen dieser Welt drauf. Und das zeigt, dass wir ein kompetenzorientiertes Wissen vermitteln müssen und nicht reines Faktenwissen in Schule, weil das ist halt demnächst ist das ganz leicht zugreifbar, alleine so im Pocket-Format. Wenn wir also von den Risiken und von den Chancen sehen, sind sie, glaube ich, meines Erachtens ausgewogen. Wir können auch nicht einfach neue Medien verteufeln, weil spätestens im Berufsleben sind junge Menschen heutzutage dringend darauf angewiesen, Medienkompetenz zu haben. Wer heute in einem Büro oder in einem sonstigen Beruf, wer einer CAD-Maschine steht und nicht mit neuen Medien umgehen kann, dem fehlt Entscheidendes. Und von daher müssen wir es eben schaffen, beide Seiten zu sehen. Die Vorteile von neuen Medien, unseren Kindern Medienkompetenz wirklich zu vermitteln und andersherum aber auch die Risiken aufzuzeigen. Gut, das tun wir in Nordrhein-Westfalen in diesem Bereich und ich habe unsere beiden Kooperationspartner ja schon genannt. Ich glaube, wir haben das Thema Medienkompetenz schon in den letzten Jahren sehr deutlich auch im Bereich der Fortbildung zu einem Schwerpunkt gemacht. Wir müssen vielleicht darauf achten, dass auch bei den Fachfortbildungen in den Kompetenzteams die Frage immer mitgedacht wird, wie kann ich denn neue Medien einsetzen? Wie kann ich eben Unterricht auch interessanter für Schülerinnen und Schüler machen durch den Einsatz neuer Medien? Und wichtig ist mir auch, dass wir dabei auch andere Kooperationspartner, denn vor allen Dingen auch vor Ort, haben wir vielfach die Möglichkeit, mit den Bibliotheken zusammenzuarbeiten. Sie wissen, dass wir gerade mit den Bibliotheken hier in Nordrhein-Westfalen eine Vereinbarung geschlossen haben. Wir können mit den Volkshochschulen intensiv zusammenarbeiten. Beispielsweise haben wir mit den Volkshochschulen vereinbart, dass man ein Zertifikat bei den Computerkompetenzen erwerben kann, diesen Expert, den die Volkshochschulen anbieten, gerade auch für Schülerinnen und Schüler, die aus der Hauptschule kommen. Ich glaube, wir können eben auch eng und sollten noch enger zusammenarbeiten mit den kommunalen Medienzentren. Ich glaube, dass die Zusammenarbeit intensiviert werden kann. Nach meiner Beobachtung gibt es Schulen, für die die Zusammenarbeit mit den kommunalen Medienzentren etwas Selbstverständliches sind. Und andererseits gibt es auch viele Schulen, die gar keinen richtigen Zugang dazu haben. Das heißt, wir müssen, glaube ich, noch einiges daran tun, dass für alle Schulen es selbstverständlich wird, mit dem Angebot der kommunalen Medienzentren zusammenzuarbeiten. Und nach meinem Eindruck haben wir dort so viel Material, dass es sich wirklich für jeden eigentlich lohnen müsste, auch in jedem Fach, sich das mal anzuschauen, was kann ich denn für meinen Unterricht nutzen. Wir brauchen bei dem Thema Lernen mit neuen Medien natürlich auch den engen Schulterschluss mit unseren Schulträgern, mit dem kommunal Verantwortlichen. Wir wissen, dass
eben wir darauf angewiesen sind, dass sie eine Medienausstattung in den Schulen vorfinden, die auch auf einem Stand ist, dass Schüler nicht sagen, so eine alte Möhre, die da als PC rumsteht, mit der will ich gar nicht arbeiten. Wir haben ja das Problem, dass zu Hause bei den Schülerinnen und Schülern tollste, auf dem neuesten Stand befindlichen PCs manchmal stehen und wir in den Schulen nicht immer ganz mitkommen. Also von daher müssen wir auch mit den Schulträgern darüber sprechen, dass die PC-Ausstattung in den Schulen vorhanden ist, auch die Medienausstattung. Ich glaube auch, dass da auch in den nächsten Jahren einiges auf uns zukommen wird. Die Industrie ist da ja auch schon sehr weit, wenn wir uns was anschauen, was jetzt an neuen Tafeln beispielsweise angeboten wird, an diesen berühmten Whiteboards, die jetzt überall ja kommen. Wir müssen aufpassen, dass wir da bei den Whiteboards oder nicht nur die Technik sehen, sondern auch überlegen, wie können wir wirklich sinnvoll das in den Unterricht integrieren. Aber es ist natürlich für den einen oder anderen Schulträger schwierig, bei seiner Haushaltssituation uns immer das zur Verfügung zu stellen, was wir brauchen. Was mir auch wichtig ist, nochmal das Thema Jugendmedienschutz. Die Gefährdung von Jugendlichen durch Medien, übrigens auch von Lehrkräften. Sie wissen, dass wir in der Bezirksregierung Düsseldorf eine Stelle eingerichtet haben gegen Lehrermobbing, wo Sie sich auch dann hinwenden können, wenn Ihnen sowas passiert, wo man auch versuchen wird, den Fällen nachzugehen, weil die Fälle auch von Lehrermobbing im Internet deutlich zugenommen haben. Wir werden Ihnen da jegliche Unterstützung zukommen lassen, die Sie brauchen. Wir unterstützen auch den Gang jetzt der Lehrerin ans Bundesverfassungsgericht wegen der Bewertung in Spickmisch, auch wenn, sagen wir mal, die Erfolgsaussichten vielleicht nicht allzu hoch sind, aber wir sollten da jeden Strohhalm nutzen und wollen auch ein Zeichen setzen, dass das nicht so ohne weiteres geht. Beim Thema Jugendmedienschutz bin ich auch sehr dankbar, dass wir da auch mit der Landesmedienanstalt eng zusammenarbeiten, dass wir auch diese Unterlagen teilweise mittlerweile ins Türkische, ins Russische übersetzt haben, damit auch da die Eltern im Grunde verstehen, türkische Eltern, was da in diesen neuen Medien auch passiert. Vielleicht müssen wir diesen Bereich Mediennutzung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund noch mal spezieller anschauen. Ich glaube, dass da andere Medien eine Rolle spielen, als wie Sie sie kennen. Also ich sage immer, die Satellitenschüssel ist für mich einer der größten Integrationsfeinde, die wir haben. Und da müssen wir auch überlegen, welcher Medienkonsum ganz spezifisch vielleicht dort herrscht. Wir müssen vielleicht auch spezifischer schauen, welche Mediennutzung haben denn beispielsweise junge Menschen aus sozial schwachen Familien. Da bin ich dankbar, das habe ich heute erfahren, dass die Landesmedienanstalt da ein Gutachten in Auftrag gegeben hat, deren Medienverhalten genauer zu unterschauen. Übrigens ein Befund, der mich erschrocken hat, als ich diesen Vortrag mal gehört habe, wie ganz gezielt neue Elektronik über die sogenannte Unterschicht eingeführt wird. Schauen Sie sich mal die Reklame für neue Medienprodukte an, wo Sie sagen, den kaufe ich noch nicht, weil in 2 Jahren wird der billiger. Aber wie ganz gezielt bestimmte Schichten angesprochen werden, die sich eigentlich nicht leisten könnten, aber über die alle technischen Neuerungen eingeführt werden. Das ist ganz interessant, sich diese Studien mal anzuschauen. Also in diesem Bereich auch genauer hinzuschauen, wer nutzt da die einzelnen Medien. Nochmal, ich glaube, ich kann hier diese ganze Thematik, die Sie an vielen Workshops heute behandelt haben, nicht erschöpfend besprechen. Ich möchte aber zum Abschluss nochmal sagen, wir sollten beides eben sehen. Ich glaube, dass es ohne neue Medien nicht auskommt, dass unsere jungen Menschen wirklich fit dabei sein müssen, mit diesen neuen Medien umzugehen. Dass sie beispielsweise in Fragen auch, wie kommuniziere ich mit neuen Medien, dass sie das beherrschen. Andererseits wir ihnen die Gefahren sagen müssen, wenn sie sich im StudiVZ, in Facebook und diese sozialen Netzwerke alles sich nennen, wenn sie sich quasi, sage ich mal, ausziehen dort. Ich bin erschrocken, wenn ich sehe, wie Bilder eingestellt werden, ohne zu überlegen, was Dinge dort reingetan werden, die jeder zugänglich bekommt, wo Intimsphäre teilweise gar keine Rolle mehr spielt. Da müssen wir junge Menschen vorwarnen.
Denn eines ist auch ein Problem unserer Medien. Alles, was einmal drin ist, ist kaum mehr rauszuholen. Das ist der Unterschied zu früher, wenn sie irgendwo mal erschienen sind, ist es irgendwann vergessen. Heute im Internet können Sie Spuren zurückverfolgen, wo Sie gar nicht mehr glauben, dass sie im Netz stehen. Und Sie kriegen es auch nicht mehr raus. Und das jungen Leuten zu vermitteln, dass es eben Dummheit ist, auch viel zu offenherzig mit diesen Medien umzustellen, das sollten wir also auch, sollten auch Sie in den Schulen vermitteln. Deshalb halte ich das ganz wichtig für Lebenskompetenz, dass man weiß, wie man damit umgeht. Aber nochmal, wir dürfen neue Medien nicht einseitig verteufeln, weil wir dann auch bei Schülern gar nicht ankommen, weil sie es gar nicht verstehen, weil sie das im Grunde als sehr positiv ansehen. Und ich glaube, dass wir an einem Punkt sind, wo wir uns noch gar nicht vorstellen, was alles technisch möglich ist. Und was alles technisch möglich ist, glaube ich, erfahren wir jetzt nach meinem Vortrag, wo wir alles erstaunt sein werden, was man alles mit uns anstellen kann. Und nochmals abschließend, ich freue mich, dass so viele heute bei diesem Kongress da sind. Ich glaube, es ist auch keine einmalige Veranstaltung, die wir hier gemacht haben, sondern dass wir dieses auch immer mal wieder holen werden. Und ich danke Ihnen, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank.